Sing, der neue Film aus dem Hause Illumination. Heute in Sehenswert. La, la, la. Bist du bereit, Großer? Ja, ich bin sowas von total bereit. Jedes Tier in dieser Stadt bekommt die Chance, ein Star zu sein in einer Castingshow. Ich hab die Bühne, Bessie Krach mit Mega Piggy Power. Yo, Humpty, you're really funny looking. That's alright, cause I get things cooking. Come, my lady, come, come, my lady. You're my butterfly, sugar, baby. Oh my gosh, look at her butt. Oh my gosh, look at her butt. Alles okay? Oh ja, mir geht's gut, danke. Wie geht's Ihnen? Wenn ihr Stars werden und 100 Riesen gewinnen wollt, müsst ihr bereit sein, härter zu arbeiten als je zuvor in eurem Leben. Ja, stimmt, das war wirklich schlecht. Wo ist Johnny hin? Er ist nicht da. Wo warst du? Ich war auf einer Probe. Dad, ich will einfach nicht in deiner Gang sein. Ich möchte Sänger werden. Womit habe ich nur so einen Sohn wie dich verdient? Ich kann singen, aber nicht, wenn ich so nervös bin. Komm schon, sei selbstbewusst. Willst du einfach nicht singen? Bin wieder da. Was bitteschön läuft hier? Die Angst darf dich nicht von etwas abhalten, das du liebst. Das Gute daran ist, wenn man ganz unten angekommen ist, es bleibt nur noch ein Weg übrig. Und zwar nach oben! Das ist mein Sohn! Sie ist ja nicht mal gut. Ja klar, du hast recht. Ich kann mich nicht bewegen. Ich hab totale Angst. Los, sing! Oh, tut mir wirklich leid. Wieso probt ihr nicht, Leute? Das war's. Die beiden bezeichnen mich als intoleranten Egomanen. Ich weiß nicht mal, was das bedeutet. Die Macher von Pets, den Minions und Ich einfach unverbesserlich haben wieder zugeschlagen. Mit Sing kommt ihr nächster großer Film in die deutschen und Schweizer Kinos. Sing wirkt dabei anfangs wie eine Kinofassung von Deutschland sucht den Superstar. Jedoch ist der Film so super süß animiert, dass man ihn einfach gut finden muss. Zumindest was diesen Teil angeht. Sing ist dabei mehr als eine Castingshow. Es geht dabei auch darum, was man erreichen kann, wenn man wirklich an sich glaubt. Verpackt in ein Musical mit vielen Klassikern. Jeder Song ist perfekt auf die Figur abgestimmt, wie zum Beispiel die Maus, die ein atemberaubendes My Way singt, oder die große Elefantendame, die ihr Halleluja singt, das natürlich nicht fehlen darf. Wenn ein Publikum da wäre, könntest du dann auch so singen? Ich weiß es nicht, aber ich würde es versuchen. Gut, denn ich will es sehen. Aber auch die nicht-musikalischen Elemente sind mit viel Liebe zum Detail ausgewählt worden. Die etwas tollpatschige Sekretärin, die immer mal ihr Glasauge verliert, oder die roten Pandas, die einen chinesischen Popsong vortragen wollen. Alles passt irgendwie und man muss wirklich aufpassen, keinen Lachflash zu bekommen. Die Besetzung ist im Original und in der Synchronfassung ebenfalls top. Buster Moon, der Theaterbesitzer, wird von Daniel Hartwig und im Original von Matthew McConaughey gesprochen. Die Starlegende im Film bekommt ihre Stimme von Iris Berben. Und der großmäulige Mäuse-Jazz-Musiker Mike bekommt seine Stimme von Klaas Häufer Umlauf. Sing ist dabei ein Familienfilm für Groß und Klein. Man muss keine Castingshow gesehen haben und eine Grins- und Lachgarantie ist definitiv vorhanden. Zudem wirkt der Film auf der großen Leinwand deutlich besser als auf dem Fernseher. Und der Ton ist im Kino meistens ja auch noch deutlich besser. 9 von 10 möglichen Punkten bekommt daher Sing.
und ist damit ein Film, den man auf jeden Fall im Kino gesehen haben sollte. Welche Meinung zum Film habt ihr? Schreibt sie uns in die Kommentare bei Facebook und YouTube. Falls jemand von euch Chinesisch kann, bitte schreibt in die Kommentare, was Buster Moon auf Chinesisch zu den roten Pandas sagt. Für diesen Zweck auch gerne das Video teilen, vielleicht finden wir es ja gemeinsam heraus. Sing startet ab dem 8. Dezember in den deutschen und Schweizer Kinos im Verleih von Universal und ist für alle freigegeben.